Herzlich willkommen zurück Mein zu Karren ist weg. Assassin's Kann Creed irgendjemand helfen? Origins. Erbärmlicher Narr. Hör auf, mich zu nerven. Und der Schreihals, der schreit hier ganz schön rum. Ich glaube halt. Ich glaube, dem müssen wir erstmal helfen. Bei den Zielen. Der Skarabäus Dahaka. Dahaka war der mysteriöse Skarabäus, der Sais und Letopolis heimgesucht hat. Ein großer Mann, der so begierig war, Monumente zu errichten, die ihn überdauern, dass er dabei schreckliche Schmerzen verursacht hat. In seinen dunkelsten Momenten konnte Baik ihn gut verstehen. Der Mann musste sterben, weil er Blut an den Händen hatte, aber Baik betete, dass er damit keinen endlosen Rachekreislauf in Gang gesetzt hat. Okay. Die Hyäne, das Krokodil und die Echse. Na los, Junge, sag mal an, was drückt Bin ich dich? B. Sigiriet? Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinen Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll. Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Natürlich. Zeig mir mal die Karren, mein Gäulchen. Und was war das für ein schreckliches Gebrüll? Mich hier drüber? Na los, probier's nochmal. Ja. Ein schreckliches Gebrüll. Was kann denn das hier sein, mitten in der Wüste? Was ist das da für ein Ausrufezeichen? Okay. Ja, Senu, gleich bist du. Oh, hier ist ganz schön was mit los. Hinterhalt. Was für ein Hinterhalt. Ach, er verübt einen Hinterhalt. Okay. Oh, das sind Whoa. Löwen. Jawohl. Ah. Ja, die kennen natürlich mächtig. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Ah, noch ein Opfer für die Herren der Furcht. Vergießt das Blut des Fremden für die Göttin des Gemetzels! Was sind denn das für Löwen? Das sieht ja cool aus. Wo ist der hin? Hier war doch gerade noch einer. Das ist schon mein. Boah. Muss den mal wieder ein Update verschaffen, der Waffe. Aber ich brauche auch wieder mal ein paar Goldstücke. Was das, Jungs? Erstmal wollen wir den Schatz. Hier gibt es viel zu holen. Ein leichter Bogen. Ja, also bei dem Schmied wäre ich vielleicht, solange wir noch nicht alles ausgebaut haben, erstmal die violetten Sachen vielleicht verkaufen. Mal sehen. Die blauen nur zerlegen. Was jetzt darauf? Ja, und wenn wir dann alles ausgebaut haben, dann können wir alles eigentlich verkaufen. Dann brauchen wir ja wahrscheinlich die Rohstoffe nicht mehr.
Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr wärt jetzt Löwenfutter. Ja. Kann ich da durch? Fahren wir hier außen lang. Über die Mauern wird es bestimmt schwer. Ja, ich fahre mal hier lang. Das ist gut. Da haben wir Nehi seinen Karren entdeckt. Und das Gebrüll war um die Löwe. Ja, Nehi, da guckst du, wa? Was ist er denn? Auf dem Dach? Ah. Bayek, du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Natürlich. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Du solltest mit Ramessu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Na dann. Wollen wir uns nicht lumpen lassen. Mal sehen, was Ramessu uns über die Hieroglyphen sagen kann. Wo ist denn eigentlich der Schmied? Wir gucken uns erstmal den Schmied an, bevor wir mit Ramessu sprechen. Mal sehen, wie viel die Sachen bringen. Ach so, da muss ich sie wahrscheinlich erstmal Ausrüstung. Muss ich sie wahrscheinlich die Sachen. Die sind jetzt alle ausgeblendet? Nee. Die sind ausgeblendet. Hier den. Nee, der ist auch nicht ausgeblendet. Den will ich wieder anzeigen. Aber den kann ich wahrscheinlich gar nicht verkaufen. Ja, aber wenn ich hier legendäre Bögen habe, da kann ich wahrscheinlich die verkaufen. Na gut, wir gucken mal. Wo ist er hin, mein Schmied? Erstmal sehen, was das bringt. Für ein paar Goldstücke lohnt sich das ja nicht. Wie kann ich helfen? Wir verkaufen mal den Plunder erstmal, würde ich sagen. Hier unten. Wo ist denn das? Das ist alles Plunder. Okay, das bringt eine Menge. 10, guck erstmal alles durch und die. Ja, das bringt auch eine Menge. Okay. 9000, cool. Jetzt gehen wir mal hoch. So, die grausame Hacke. 162. Puh, das ist nicht wirklich viel. Aber ich hau sie mal weg. Ich nehme es. Kann ich den hier? Ne, hier kann ich den nicht. 96. Der bringt 192. Ist gut. Aber die Bögen bringen meistens auch nur. Ich nehme es. Auch nur Holz. Ja, den haben wir auch weg. Ist gut. Den haben wir auch weg. Okay, dann tue ich mal die Sachen hier auch noch.
Die legendären behalten wir erstmal alle. Den Raubvogel. Mal gucken, ob ich den verkaufen kann. Nahkampf und Feuer. Nahkampf und Fern. Und hier oben die anderen, die wollte ich noch. Ja, die lilanen hau ich alle weg. Das ist zu viel Zeug. Sycamore. Mal gucken, ob ich die überhaupt verkaufen kann. Ja, Blut bei Trevor. Aber. Kombo-Multiplikator. Was haben wir hier? Die Nadel. Oh, kritische Treffer wirken. Den weg. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Freund. Wahrscheinlich kann ich die gar nicht verkaufen. Kommst du, um zu handeln? So, der kommt weg. Ist gut. Doch, die kann ich verkaufen, aber. Hm. Hä? Die waren doch ausgeblendet. Aber ich hatte sie ja wieder eingeblendet. Komisch. Verstärkter Schild, legendär. 82. Ich nehme es. Ne, mehr ist nicht. Er kann immer nur ein paar. Okay, auffüllen. Alles voll. Was hat er denn hier? Oder was Legendäres? Nee. Okay, dann blenden wir die Sachen wieder aus. Ausgeblendete verbergen. Ja, ich blende die wieder alle aus. Also können wir die nicht verkaufen. Oder zumindest nicht bei ihm. Und sichere Straßen. Okay. Dann sprechen wir mit Ramessu. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, Ramessu, sag mir was über die Pyroklif. Na los, hier runter. Ramessu. Quer durch. Da ist er schon. Ah, das ist willkommen, der Typ. Freund. Dem haben wir ja schon neues Leben erwartet dich in Letopolis, der Stadt des Horus. Mit dem Komm, haben wir ja schon gesprochen. Finde deinen Weg. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Ich verschwende doch nicht meine Zeit. Mit ihm muss ich sprechen. Auch so viele. Ja, ein Schatz. Na? Da haben wir einen, der hat auch Hieroglyphen. Und da haben wir einen. Okay. Willkommen! Willkommen, tschüss, in Junge. Letzter Labertasche. Traum des verstorbenen Taharka. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramessu sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja. Ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Danke. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Und? Mehr sagt er nicht. Auf zum nächsten. Da sind Schätze. Darf ich dich etwas fragen?
Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Nebefer? Das mache ich gerne, Nebefer. So. Mehr von der Botschaft. Hat er wieder was entziffert? Nebefer also. So, die Schätze. Gucken wir es nochmal. Ach, der ist ja gleich hier. Den nehmen wir mit. Ein Kriegsbogen. Scheiß, wir haben bei dem Schmied was vergessen. Gut, so habe ich denn das ganze Zeug gekauft. Wenn wir nichts aufgerüstet haben. Ah. Mann. Da müssen wir nochmal hin. Das nützt alles nichts. Wir müssen noch ein bisschen was aufrüsten. Das ist wichtig. Zwei Waffen werden wir aufrüsten, schätze ich mal. Mal sehen. Diese Einhandwaffe, die lasse ich erstmal weg. Bist du neu hier? Auf der Durchreise. Aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Und wo sind sie? Oben. Nee, aber wie komme ich denn hier rein? Hallo. Ja? Was hat er denn von Haus, ey? Eingang zu. Mann. Lädt er mich ein? Hier hüben waren vielleicht noch ein Fenster. Ja. Na los, zack an. Noch ein Teil der Botschaft. Die vollständige Botschaft. Prophetische Nachricht. Ist es eine prophetische Vision? Mhm. Wenn du einen festen Stand in der Letopolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre bewacht von steinernen Löwinnen. Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, zieh nach Westen. Wo ist dieser Tempel? Ein Papyrus. Okay. Erkunde Letopolis Umgebung, um den Tempel der Millionen Jahre zu entdecken. Wir müssen erstmal nochmal kurz zum einen festen Stand. Wir müssen nochmal kurz zum Schmied. Das hilft alles nicht. Kommst du zum Falschen? Nee, ich will aufrüsten, Junge. Also. Ist das, auch das ist blöd. Ich habe alles immer schön aufgerüstet. Ausgeblendet und hier. Naja. So, 3000. Boah. Komm schon her. Okay, das ist 3-3 geblieben. Und dann tun wir noch einen Bogen. Hochpowern. Welchen habe ich denn an? Das ist der mit den 3 Pfeilen. Schleichmodus Schaden. 4180. Oh, Mann. Gucken wir mal, was wir noch haben. Warte mal. 389 Schaden. Der hat ein Pfeil, Schussfrequenz, Adrenalin beim Töten, Distanzmultiplikator.
423, der ist nicht schlecht. Blut bei Treffer, okay, 423, der macht auch 423. Legendärer Leichterbogen, legendärer Leichterbogen. Gesundheit bei Treffer, Schussfrequenz. Adrenalin-Distina, ich weiß nicht. 324, Aufladetempo bei Treffer. Okay, ich teste mal den hier. Mit dem Distanzmultiplikator. Mal sehen. Entweder es ist Mist oder es ist Mist. Den rüsten wir mal auf. Aus, meine ich. So, und zwar... Schleichmodus. Ja, wir hauen den mal hier drauf. Wo ist er denn? Ganz oben. Genau. Den zerlegen wir mal. Was soll's? Den hier blenden wir aus. Den blenden wir aus. Den blenden wir aus. Und viel Glück! Ah, da hat mir der andere aber besser gefallen. Man so durch den. Naja, das Ziel fahren wir auch nicht. Da hat mir der andere besser gefallen, ehrlich gesagt. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. Also, beachte die Übersetzung der Hieroglyphen. Gucken wir mal rein. Im Südosten. Nee, das ist es nicht. Das auch nicht. Also hier drüben ist es das gewesen. Ja, Papyrus mit Hieroglyphen. Einen festen Stand in Letopolis hast. Sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre. Einen festen Stand. Was bedeutet das, ein fester Stand? Zeig mal her. Hier. Einen festen Stand. Da vielleicht. Könnte das sein? Puh. Ich weiß nicht. Einen festen Stand. Mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass das es ist. Hier habe ich zwar einen festen Stand. So, Westen. Westen ist hier. Ich soll nach Westen schauen. Einen festen Stand. Na, kommst du noch ein Stück höher? Schwierig. Erkunde Letopolis Umgebung, um den Tempel der Millionen Jahre zu entdecken. Aber das mit dem festen Stand ist ein wenig blöd. Was könnte denn hier einen festen Stand haben? Weil hier ist ja überall. Das wird schon irgendwo da hinten das... Ich schätze mal, dass es das Gebäude irgendwie sein wird. Aber ich weiß es halt nicht. Oder ich muss einfach mal nach Westen reiten. Die Sache mit dem festen Stand. Die ist schon ein bisschen komisch. Willkommen, Freund. Mal gucken, gehen wir nochmal hier hoch. Ganz hoch. Erkundungsgebiet, ja.
Hier oben habe ich einen festen Stand. Westen ist immer noch da drüben. Genau da ist Westen. Aber was soll da sein? Und hier ist Erkundungsgebiet. Haben wir den schon? Ja. Komisch. Erkundungsgebiet. Ach, da. Da hat er mir doch was angezeigt. Ah. Alles klar. Ja, dann war das schon der feste Stand hier. Komm her zu mir. Ja. Ja. Los. Komme ich hier raus? Was ist denn hier? Schlangen? Oh, Schlangen. Echt eklige Schlangen. Ja, die Schlangen sind weg. Noch mehr? Plündern? Was gibt's denn hier zu plündern? Oh. Die haben gezischt. Okay, dann reiten wir weiter Richtung Westen. Ja, so eine kleine. Ich hätte es mir markieren sollen. Na gut, das wird schon hier sein. Achte die Hieroglyphen. Gucken wir mal, was das hier ist. Okay. Das könnte das vielleicht schon sein. Zumindest ein Schatz. Nee, ich will den anderen Waffe. Ah, der. Die Waffe ist. Okay, jetzt haben wir den Stich wieder. Ja, ist schon schnell. Ist schon echt schnell. Kannst du nicht meckern. Du hättest nicht herkommen sollen. Nee. Ja. Aber er macht halt nicht so viel Schaden. Das nächste Gesicht, das du siehst, wird grün. Okay, ich muss mal die Waffe wechseln. Ja. Hallo, was? Ah, es war knapp. Weil ich den Stich oder diese Schwerter auch nicht aufgerüstet habe. Ansonsten wären die natürlich schon cool. Na, geh doch. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Oh, wieder die Schlangen. Los, nimm den Schatz. Schwere Keule.
Okay, hier ist das Untersuchungsgebiet. Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Mhm. Hm. Ein Gebet. Gebetspapyrus an Sachmet. Was immer das Null oder... Oh, löwenköpfige Herrin des Feuers. Tochter des Re, Königin der zwei Länder, Herrscherin über das Haus der Waagschalen, Meisterin von Apophis und Amit. Sie, die zerstört, wir beschwören dich in all deinen Namen und an all deinen Plätzen und machen dir diese Stadt zum Geschenk. Blase die Wüste über sie und verschlinge sie. Nimm sie als Ganzes, halte im Gegenzug deine verheerenden Kräfte von den Pharaonen und dem restlichen Ägypten fern. Ja, halt die mal schön fern. Da ist noch was. Diese Männer, sie waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Okay. Die haben die Stadt beschützt. Das ist gut. Dann machen wir die Markierung mal weg. Und dann reden wir mit Nihi, aber das tun wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst bei Assassin's Creed Origins. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.